Moin, mein Name ist Alvo und herzlich willkommen zum nächsten Teil meinem Outdoor-Adventskalender Tipps und Tricks. Heute soll es darum gehen, wie man sich den richtigen Schuh aussucht. Viel Spaß dabei! Um den richtigen Outdoor- oder Wanderschuh für dich auszusuchen, müssen wir natürlich erstmal wissen, worin sich Schuhe grundlegend unterscheiden und was sie für Funktion haben. Die drei wichtigsten Parameter dabei sind einmal die Sohle, die Fütterung und ob der Schaft hoch oder niedrig ist. Beginnen wir mit der Sohle. Es gibt Sohlen in unterschiedlichen Stärken, das heißt von sehr leicht biegsam bis mittelbiegsam bis extrem schwerst biegsam. Leicht biegsame Schuhe sind natürlich relativ flexible Schuhe. Das heißt, sie sind eher dafür geeignet, um, sagen wir mal, eher glattere Flächen zu benutzen. Oftmals nimmt man zum Beispiel sehr biegsame Schuhe fürs Klettern her. Sie eignen sich aber auch sehr für Langstrecken-Trails, die mehr so auf einer Art befestigten Boden, man könnte auch zum Beispiel auf einem Forstweg sagen. Die mittelstarke Sohle versucht natürlich, einen Zwischenbereich zu schaffen, ja, wenn man vielleicht auch mal ab und zu gefestigtere Wege verlässt und dann auch mal ein bisschen noch hochklettert und so weiter und so fort. Also klassisches Wandern in dem Sinne. Richtig feste Sohlen sind natürlich dafür da, um Wege, die absolut uneben sind, in dem spitze Steine und so weiter und so fort sind, gut wegzustecken und der Sohle natürlich so die Entlastung zu geben, dass da nicht ständig irgendwas reingestochen wird und gepiekst wird. Gleichzeitig sollten alle Sohlen, außer jetzt vielleicht bei speziellen Kletterschuhen, natürlich einen gewissen Grip verfügen, der an das Gelände angepasst ist. Also zum Beispiel ein Grip mit einer Anti-Rutsch-Funktion, Anti-Zurück-Rutsch-Funktion, wo du wie kleine Haken unten in dem Grip drin hast, damit du nicht, wenn du zum Beispiel hochwanderst und vielleicht mal einen kleinen Stein hochklettern musst, dann zurückfällst oder ausrutscht. Das wäre natürlich fatal. Die Fütterung. Gleichzeitig geht mit der Fütterung natürlich auch die Atmungsaktivität einher. Es erklärt sich relativ von selbst, dass man in wärmeren Gefilden nicht so viel Fütterung braucht und in Schneegefilden vielleicht etwas mehr Fütterung gebraucht. Die Fütterung sollte auf jeden Fall eine Membran sein, die deinen Schweiß nach außen lässt, damit dein Fuß sozusagen nicht in Wasser anfängt zu schwimmen und dadurch vielleicht eine Art von Blasenbildung entsteht. Ein häufiger Fehler ist es zum Beispiel, selbst im Hochsommer mit einem dick gefütterten Wanderschuh wandern zu gehen. Dort reicht auch eine viel dünnere Füllung. Die Höhe des Schaftes, schluss und letztendlich, entscheidet darüber, wie stark du nach zur Seite abknicken kannst oder nicht. Auf normalen Wanderwegen, die wir so kennen aus mitteldeutschen Wäldern, ist es normalerweise nicht notwendig, ganz hohe Schuhe zu haben. Wenn du dann aber dann doch mal zum Beispiel am Westweg auch ein paar schwierige Passagen hast, dann macht sich das durchaus bezahlt, denn dieser höhere Schaft stützt dann deinen Knöchel, sodass du weniger schnell umknicken kannst. Und weniger schnell umknicken ist besonders wichtig, weil wir ja auch einen schweren Rucksack meistens auf dem Rücken haben. Ja, aber welchen Schuh benutze ich denn jetzt wann und wonach suche ich den am besten aus? Dafür gebe ich euch zwei einfache Beispiele, die die meisten Wanderrouten abdecken. Das erste ist der klassische Westweg, der älteste Wanderweg Deutschlands, der halt auch ein paar schwierigere Passagen hat, wenngleich er nicht vollkommen für Profis ist. Dort hast du sowohl befestigte Wege als auch teilweise sehr steinige und wackelige normale Waldwege, wo Kiesel rumliegen und so weiter und so fort. Und du bist ja meistens mit ein bisschen mehr Gewicht dabei. Dort bietet sich also ein Schaftschuh durchaus an, um somit das Wegknicken auch einfach zu vermeiden. Als Sohle macht eine dünne Sohle wenig Sinn, weil wie gesagt, du hast teilweise sehr spitze Steine auf dem Weg. Das heißt, du brauchst ein Mittel bis gar nicht flexible und relativ harte Sohle. Als Fütterung empfiehlt sich klassische Wanderschuhfütterung, also schon relativ dick, weil du zum Beispiel im Winter unterwegs bist und es ist auch nicht so das Problem, muss man sagen, mit der Fütterung, wenn du im höheren Preisbereich suchst, denn dort wird es immer atmungsaktiver und man muss sich um die Dicke der Fütterung immer weniger Gedanken machen. Das heißt, mit einem sehr guten Wanderschuh kannst du auch im Sommer rausgehen, selbst wenn er gefüttert ist. Zweite klassische Wanderart ist zum Beispiel eher Flachlandwandern. Dazu zählt zum Beispiel der Heidschnuckenweg in Norddeutschland. Klassischerweise würde ich dafür einen Halbschuh bzw. Mittelschuh empfehlen, der eine noch halbwegs relativ biegsame Sohle hat, aber auch nicht zu dünn ist, ordentlich Grip trotzdem verfügt,
einen Halbschaft hat und nicht zu dick gefüttert wird, damit man nicht zu sehr drin schwitzt. Jetzt wird man sich natürlich fragen, ja, und in welchem Outdoor-Bereich empfiehlt man dann überhaupt eine dünne Sohle ohne Schaft mit gar keiner oder wenig Fütterung? Das ist relativ einfach, das sind dann meistens Jogging-Schuhe oder Kletterschuhe. Der klassische Jogging-Schuh, mit dem du normalerweise nur auf sehr befestigten Wanderwegen, also im klassischen Nahwald von einer Stadt, oder halt auf Asphaltstraßen läufst, hat sehr viel Dämpfung, hat aber eine sehr flexible Sohle, ja, dass man auch gut abknicken und eine Laufbewegung machen kann, hat keinen hohen Schaft und natürlich auch wenig Fütterung normalerweise. Mit speziellen Kletterschuhen kenne ich mich nicht so aus, schreib da gerne mal in die Kommentare, wenn du da einige Anregungen für uns alle hast. Jetzt wäre an der richtigen Stelle, mich zu abonnieren, wenn du noch weitere Tipps und Tricks aus dem Outdoor-Adventskalender haben möchtest, denn da kommen noch einige Videos. Ich hoffe, dieses hat dir gefallen und du lässt ihm ein Like da. Hier links und rechts oben findest du weitere Tipps und Tricks-Videos, einfach mal durchzappen. Ich sag da mal tschüss, tschüss und bis zum nächsten Video.